Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Vor der morgigen Landtagswahl in Vorarlberg stellt sich Hoffen und Bangen ein. Auch bei den Bundesparteien. Wie beeinflussen Sie die morgige Abstimmung? Der Iran warnt arabische Länder davor, Israel den Luftraum zu öffnen. Kann das Regime in Teheran aber tatsächlich israelische Überflüge im Zuge eines Gegenschlags verhindern? Wir schalten dazu zu Katharina Wagner nach Teheran. Eine Herbstwelle an Infektionen überzieht das Land. Was macht die derzeit häufigen Lungenentzündungen so speziell? Das Wetter morgen windig und wechselhaft. 2 Wochen nach der Nationalratswahl wird es innenpolitisch schon wieder spannend, denn morgen wählt Vorarlberg einen neuen Landtag. Schauen wir uns die Ausgangslage an, Tarek. 270.000 Wahlberechtigte haben die Wahl zwischen 9 Parteien. Seit 1945 haben sich die meisten immer für die ÖVP entschieden. Vor 5 Jahren ist sie noch auf mehr als 43% der Stimmen gekommen. Damals lagen auch die Grünen stark mit fast 19% auf dem 2. Platz. Den könnte diesmal die FPÖ erreichen, die bei der letzten Wahl knapp 14% erreicht hat. Die SPÖ ist in Vorarlberg seit jeher schwach vertreten. 2019 kam sie auf 9,5%. Nur knapp vor den Neos. Dieses Ergebnis führte zu einer Koalition aus ÖVP und Grünen, die die letzten 5 Jahre in Vorarlberg regiert hat. Welche Koalitionsvarianten sich künftig hier im Landtag in Bregenz ausgehen werden, entscheidet sich morgen. Und das werden wir dann auch schon bald wissen, denn die letzten Wahllokale schließen bereits um 13 Uhr. Es sind die letzten Meter in einem sehr kurzen Wahlkampf. 2 Wochen nach der Nationalratswahl im Bund wählt morgen Vorarlberg einen neuen Landtag. Auf dem Wochenmarkt in Dornbirn sind heute alle im Landtag vertretenen Parteien unterwegs, um letzte unentschlossene Wählerinnen und Wähler zu finden. Ja, mich interessiert eigentlich das, was jeden unter den Nägeln brennt. Wohnsituation, Lebenssituation, also die Teuerung. Natürlich auch der Zuzug von Fremden und so weiter, oder? Dass das geregelt ist, aber zu einem vernünftigen Art, oder? Ja, mal das Wohnen ist wichtig, auch die Umwelt, wie man mit der Energie und mit dem Ganzen umgeht. Es gibt schon einige Punkte, die da sehr entscheidend sind. Für mich ist es ganz wichtig, dass man die Polarisierung aufhört, dass man einfach schaut, was braucht das Volk wirklich. Laut Umfragen drohen der ÖVP wie vor 2 Wochen bei der Nationalratswahl heftige Verluste. Die FPÖ erwartet hohe Gewinne. Das von Landeshauptmann Markus Wallner ausgerufene Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Freiheitlichen dient vor allem der Mobilisierung der eigenen Wählerinnen und Wähler, damit diese morgen auch sicher zur Wahl gehen. Ob sich außer Schwarz-Blau nach der Wahl überhaupt eine andere Zweierkoalition ausgehen wird, ist noch völlig offen. Denn auch dem Koalitionspartner der Volkspartei, den Grünen, drohen Verluste. Während die Grünen um die letzte Regierungsbeteiligung in einem Bundesland fürchten müssen, wollen auch SPÖ und NEOS in die Vorarlberger Landesregierung. Nach derzeitigem Stand wird sich das, zumindest in einer Zweierkoalition, aber nicht ausgehen. Und wir informieren Sie morgen gewohnt umfassend über den Ausgang der Landtagswahlen in Vorarlberg. Die erste Hochrechnung erwarten wir in unserer ZIP-Wahlsendung um 14.25 Uhr. Und in einer weiteren Sondersendung ab 17 Uhr gibt es dann auch gleich erste Reaktionen und eine Analyse des Ergebnisses. Die SPÖ hat seit der letzten Wahl schon wieder mit einigen Turbulenzen zu kämpfen. Erst gestern war am burgenländischen SPÖ-Landesparteitag prominente Kritik an Parteichef Babler zu hören. Aber Hans-Peter Doskozil treibt die eigene Partei auch inhaltlich vor sich her. Er will nach Gesundheitssystem und Pflege auch die Stromerzeugung komplett in die öffentliche Hand, und zwar in die Hand des Landes Burgenland zurückführen. Das würde die Möglichkeit eröffnen, auf die Preise größeren Einfluss zu nehmen, wie es heißt, und etwa niedrigere Strompreise für die Bevölkerung zu garantieren. Doskonomics oder hämisch Burgenland-Kommunismus heißt die Wirtschaftspolitik von Hans-Peter Doskozil. Beim Landesparteitag in Eisenstadt wird er mit fast 100% als SPÖ-Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Jänner bestätigt. Ein Wahlversprechen: Der Strompreis soll dem freien Markt entzogen werden. Das Land übernimmt die Energieversorgung und ihre Betriebe. Dabei geht es vor allem um Wind- und Sonnenkraft. So soll es einen dauerhaft niedrigen Strompreis geben, auch an der Stromtankstelle. 3,50 Euro auf 100 Kilometer, glaube ich, das ist machbar und das soll uns einer vorzeigen. 7 bis 10 Euro kostet eine Ladung für 100 Kilometer an den öffentlichen Stationen. Der Energieplan stehe durchaus im Einklang mit den Vorgaben der EU, sagt der Energieexperte. Das Grundmodell
dass man sagt, es sollte möglich sein, dass Kleinkunden sich von den Preisbewegungen auf den Strommärkten ein bisschen abschotten können. Das ist sehr wohl von Seiten der EU-Kommission unterstützt. Dabei habe man zwar an private Unternehmen gedacht, der Staat oder ein Bundesland seien aber als Energiebetreiber nicht ausgeschlossen. Eine Herausforderung für eine neue Bundesregierung wird aber auch, wie das Budgetloch von 3 Milliarden Euro in den Griff zu bekommen ist. Das WIFORT berechnet, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt etwa 2 Milliarden bringen würde. Eine höhere Mineralölsteuer etwa um 5 Cent pro Liter würde 400 Millionen Euro bringen. Höhere Steuern auf Bier, Tabak, Wein, Zucker könnten je nach Erhöhung etwa 150 Millionen Euro bringen. Und eine Erbschaftssteuer, wie es sie in Deutschland gibt, könnte 1,3 Milliarden einbringen. Sie sehen aber schon bei all diesen Beispielen, die da aufgezählt sind, große Bereitschaft, so etwas durchzusetzen, gibt es derzeit bei kaum einer Partei. Die Steuer auf Mineralölprodukte wie Diesel und Benzin wurde zuletzt vor 13 Jahren erhöht. Bei der Biersteuer sind es sogar 23 Jahre. Wein- und zuckerhaltige Getränke werden in Österreich gar nicht extra besteuert. Tabak, Alkohol, vielleicht auch Zucker, wo man sagt, hier sind wir deutlich unter dem EU-Durchschnitt und wir sind nicht unbedingt das gesündeste Volk. Es gibt durchaus ein gutes Argument, dass man da bei diesen Steuern nachschärft und die erhöht. Wesentlich mehr Geld würde eine höhere Mehrwertsteuer bringen. Ansetzen könnte man bei Hotelübernachtungen und Restaurantbesuchen, sagt der Ökonom. Hier sind derzeit nur 10% fällig. Der restliche Konsum wird aber mit 20% besteuert. Das Problem bei all diesen Steuern, sie würden die Inflation anheizen, weil die Preise steigen würden. Anders wäre das bei einer Erbschaftssteuer. Wie viel Geld sie tatsächlich bringt, lässt sich aber schwer berechnen. Historisch war sie nicht so ertragsreich, weil es eben viele Ausnahmen gab und viele Härtefälle. Und man versucht dann auch, Unternehmen rauszunehmen, weil für die kann es durchaus, Familienunternehmen kann es durchaus existenzbedrohend sein, wenn die regelmäßige Erbschaftssteuern zahlen müssen. So oder so, neue Steuern sind nicht populär. Um die Staatsfinanzen wieder in den Griff zu bekommen, wird man laut Ökonomen aber zumindest vorübergehend nicht daran vorbeikommen. Über dem Süden des Libanon steigen auch heute wieder Rauchwolken auf. Nach Luftangriffen der israelischen Armee, die sich gegen Stellungen und Waffenverstecke der Hisbollah-Miliz richten. Immer mehr Menschen flüchten aus der Region. Von den etwa 5,5 Millionen Einwohnern des Landes ist mehr als 1 Million von zu Hause vertrieben. Viele von ihnen suchen in der Hauptstadt Beirut Zuflucht, wo sie in behelfsmäßigen Unterkünften leben und von Freiwilligen versorgt werden. Die Straßen in Beirut sind voll von den im eigenen Land Vertriebenen. Sie sind aus dem umkämpften Süden hierher geflüchtet. Rita Bullus leitet im christlichen Viertel Ashrafia in Beirut eine kleine Suppenküche für Arme, in der seit Wochen auch für die Flüchtlinge aus dem Süden gekocht wird. Die meisten der Vertriebenen sind muslimische Schiiten. Für Rita ist das kein Thema. Ich bin Christin, aber ich unterscheide nicht zwischen den verschiedenen Konfessionen. Es geht um Menschlichkeit. Das gilt auch für all die Freiwilligen, die hier arbeiten. Wer Güte im Herzen hat, der ist willkommen. Die ehrenamtlich arbeitende muslimische Aya kommt selbst aus dem Süden und ist von dort geflohen. Ihr Haus im Süden wurde zerstört. Statt herumzusitzen, hilft sie jetzt hier, sagt sie. Sie alle haben in den letzten Nächten aufgrund der israelischen Angriffe in Beirut kaum geschlafen. Wir sind erschöpft, aber wir versuchen stark zu bleiben. Wenn Gott uns diese Mission gegeben hat, anderen zu helfen, egal wessen Gott, dann kann ich doch nicht sagen, ich bin erschöpft. Über 500 Portionen haben sie heute gekocht. Freiwillige bringen sie zu den verschiedenen Flüchtlingsunterkünften. Die Mahlzeiten aus Ritas Küche, in der weder die Menschlichkeit noch die Not eine Religionszugehörigkeit kennt. Während die zivile Bevölkerung im Libanon unter den Angriffen leidet, feuert die Hisbollah erneut Raketen auf Israel. In mehreren Städten im Norden Israels hat es Luftalarm gegeben. Unterstützung erfährt die Hisbollah bei ihren Angriffen vom Iran. Heute hat der iranische Parlamentssprecher die libanesische Hauptstadt Beirut besucht. Er hat den Premierminister getroffen und einen Stadtteil besucht, der bei einem israelischen Angriff getroffen wurde.
Weil der Iran Israel angegriffen hat, haben die USA neue Sanktionen gegen das Mullah-Regime in Teheran verhängt. So soll die Unterstützung für die Terrormilizen Hisbollah und Hamas erschwert werden. Neue Sanktionen also von den USA. Katharina Wagner in Teheran, was können diese bewirken? Ja, sie sollen bewirken, dass der Geldfluss für die iranische Führung weiter eingeengt wird. Hier in Teheran gibt man sich ja immer offiziell sehr gelassen, was Sanktionen angeht. Und das, obwohl der neu gewählte Präsident Pezeshkian im Wahlkampf sich dafür eingesetzt hatte, Sanktionen zu beenden oder abzumildern. Aber jetzt kommen eben neue Sanktionen aus den USA und auch aus der EU, denn die wirft dem Iran ja vor, Raketen nach Russland verkauft zu haben, um diese im Ukraine-Krieg einzusetzen. Ein Vorwurf, der in Teheran bestritten wird. Fakt ist aber, die Kontakte zwischen Russland und dem Iran, die intensivieren sich in den vergangenen Monaten. Und gestern erst hat Russlands Präsident Putin den iranischen Präsidenten Pezeshkian getroffen. Immer wieder heißt es, die beiden Länder, die viel Erfahrung haben mit Sanktionen, wollen enger zusammenarbeiten. Und der iranische Außenminister war in den vergangenen Wochen auch in mehreren arabischen Staaten zu Gesprächen. Wie hat man dort auf die eskalierende Lage reagiert? Ja, es heißt, der Iran habe Vertreter in den Golfstaaten dazu gedrängt, sich neutral zu verhalten bei einem möglichen Angriff Israels auf den Iran. Berichten zufolge sollen Staaten wie Saudi-Arabien oder auch die Vereinten Arabischen Emirate bereit sein, ihren Luftraum zu sperren bei einem solchen Angriff. Und es soll auch Drohungen aus dem Iran gegeben haben. Sollte Israel Ölanlagen im Iran angreifen, dann könne man nicht ausschließen, dass auch Ölanlagen in den Golfstaaten ins Visier geraten könnten. Danke, Katharina Wagner, für diese Informationen. Jetzt dauert es nicht mehr lang bis zur wichtigsten Wahl für die Welt in diesem Jahr, der Präsidentschaftswahl in den USA. 24 Tage sind es noch und das Rennen ist denkbar knapp. Das veranlasst den republikanischen Kandidaten, Ex-Präsident Trump, zu immer radikalerer Rhetorik. Die übertriebene Schärfe ist jetzt aber auch so manchen republikanischen Parteikollegen Trumps zu viel. Aurora, drittgrößte Stadt in Colorado, ist Hochburg krimineller Einwandererbanden aus Venezuela, wenn man Donald Trump glauben will. Auftritt im Luxushotelkomplex am Stadtrand. Trump beschreibt das Problem, wie er es sieht, flankiert von Bildern mutmaßlicher venezolanischer Bandenmitglieder. America is known all throughout the world as Die Welt kennt Amerika jetzt als besetztes Land, besetzt von einer kriminellen Macht. Ich werde Aurora retten und all die anderen Städte, die erobert worden sind. Brutale, blutrünstige Kriminelle nennt Trump die Einwanderer. Wir werden die größte Massenabschiebung in der Geschichte der USA starten, verspricht er. Was war passiert? Im August hatte dieses Video für Aufsehen gesorgt. Einwanderer aus Venezuela bewaffnet in einem Apartmentkomplex in Aurora. Es gab ein Problem, aber isoliert, räumen lokale Politiker ein. Und selbst der republikanische Bürgermeister der Stadt spricht von einem politischen Vorteil, den sich Trump hier verschaffen will. There's an advantage politically for, quite frankly, the former president. Colorado wählt demokratisch, die Botschaften Trumps zielen woanders hin, an jene im ganzen Land, die zu Trump neigen, aber noch motiviert, man könnte auch sagen, aufmunitioniert werden müssen, um auch wählen zu gehen. Worauf so viele der gegenwärtigen Krankenstände in Österreich zurückzuführen sind, darüber berichten wir gleich nach den Meldungen. Polens Regierungschef Donald Tusk will das Recht auf Asyl in seinem Land vorübergehend aussetzen und damit die illegale Migration bekämpfen. Er geht damit auf Konfrontationskurs mit der EU. Tusk wirft Russland und Belarus vor, Polen durch die Schleusung von Migranten unter Druck zu setzen. Norwegen führt wegen erhöhter Terrorgefahr vorübergehend Kontrollen an seinen Schengen-Grenzen ein. Grund sei der eskalierende Nahostkonflikt und die damit einhergehende Gefahr für israelische und jüdische Einrichtungen. Die Kontrollen sollen zunächst bis zum 22. Oktober gelten. Der wirtschaftlich angeschlagene US-Flugzeugbauer Boeing will weltweit 10% seiner Arbeitsplätze streichen. 17.000 Menschen dürften in den nächsten Monaten ihren Job verlieren. Boeing steckt nach einer Pannenserie seit Jahren in der Krise.
Im zweiten Bezirk in Wien ist ein 43-jähriger Mann mit einer Stichverletzung im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses gefunden worden. Die Einsatzkräfte konnten ihn nicht mehr retten. Die Polizei geht von einem Angriff aus. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. In Österreich hüten derzeit viele Menschen wegen Atemwegsinfektionen das Bett. Mehr als 88.000 sind wegen eines grippalen Infekts derzeit im Krankenstand, so die österreichische Gesundheitskasse. Zum einen leiden viele, vor allem junge Erwachsene, an einer besonderen Form der Lungenentzündung. Zum anderen steigt jetzt im Herbst auch wieder die Zahl der Corona-Infektionen. Die Nase rinnt, der Kopf tut weh, auch der Hals. Dazu kommt manchmal Fieber. Der Test belegt dann schwarz auf weiß, Corona-positiv. KP3 nennt sich die derzeitige Variante. Gefährlicher als die bisherigen ist sie nicht. Nein, Corona hat sich dahingehend eigentlich nicht verändert. Wir haben immer noch eine ganz große Variabilität an Symptomen. Einmal von einem ganz milden Verlauf bis hin eben zur Lungenentzündung. Durchschnittlich 4-mal im Jahr erkrankt ein Erwachsener an einer der vielen Atemwegsinfektionen. Darunter kann heuer auch eine spezielle Form der Lungenentzündung sein, die durch Bakterien, sogenannte Mykoplasmen, ausgelöst wird. Gerade in der kalten Jahreszeit sehen wir, dass es einen Anstieg von Lungenentzündungen gibt, die auch zu Spitalsaufnahmen führen. Das können wir gerade beobachten. Diese atypische Form der Lungenentzündung beginnt langsam, unter anderem mit Müdigkeit und Halsschmerzen. Gerade junge Menschen infizieren sich mit Mykoplasmen und die berichten dann als eins der Symptome oft diese Kurzatmigkeit und dieser lästige, trockene Husten. Schutz bietet die Maske. Eine Impfung gegen diese Form der Lungenentzündung gibt es nicht, dafür gute Medikamente. Es gibt ganz besonders gut wirkende Antibiotika, wenn es eine Mykoplasmeninfektion ist. Ob Corona oder Lungenentzündung, Sicherheit schaffen hier nur ein Röntgen und vor allem ein Bluttest. Zum Schluss wollen wir Sie noch auf einen berührenden Film aufmerksam machen, der derzeit in unseren Kinos läuft. Memory ist der Titel des Films und darin geht es um die Liebesgeschichte zweier gesellschaftlicher Außenseiter. Was wollen Sie? In Memory treffen eine ehemalige Alkoholikerin und ein dementer Mit-40er zufällig aufeinander. Nüchtern legt Regisseur Michel Franco die Vergangenheit der beiden Außenseiter offen, die von Verdrängung und Missbrauch geprägt ist. Erinnerst du dich an Ben Goldberg? Ja, wir waren auf der Highschool zusammen. Ich war 12 und er war 17. Er hat mich gern vergewaltigt. Aus dem anfänglichen Misstrauen entsteht dann aber doch eine ebenso zarte wie fragile Beziehung. Ich versuche immer komplexe Figuren zu entwerfen. Meine Sympathie gehört eindeutig jenen Menschen, deren Leben nicht glatt verläuft. Und das ist bei diesen Charakteren eindeutig der Fall. Das großartige Duo Jessica Chastain und Peter Sarsgaard trägt diesen sensibel inszenierten Film, in dem zwei vom Leben gezeichnete Menschen gemeinsam wieder Hoffnung finden. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Samstagabend. Bis morgen. Auf Wiedersehen.